Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Ja, es ist Folge 40, also die letzte Folge unserer zweiten Staffel. Solltet ihr da bisher eine oder zwei Folgen verpasst haben oder vielleicht sogar die komplette erste Staffel, dann lege ich euch ans Herz, das Ganze euch doch nochmal anzuschauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich empfehle euch das Ganze natürlich sehr. War auch eine ganze Menge Arbeit und es ist interessant, wie schnell das auch insgesamt hier alles so wächst. Ich verlinke euch das jetzt jeweils rechts und links, also Staffel 1 und 2. Und schlage vor, wir schauen uns jetzt hier in diesem Video noch eine recht entspannte Location an. Es wartet einiges an Geschichte auf euch, also bringt eure Ohren mit und dann schauen wir uns das Ganze hier mal gemeinsam an. Also bis gleich. Wir sind Urbex LE, direkt aus Leipzig. Und in diesem Video zeigen wir euch die Tachometerfabrik von Theodor Horn. Die Geschichte dieser Firma geht bis auf das Jahr 1884 zurück, als der Firmengründer Dr. Friedrich Theodor Horn hier in Leipzig ein Patent für den ersten Wirbelstrom-Tacho anmeldete und diesen fortan hier auch in seiner eigenen Firma, der Horn Apparatebau, produzieren ließ. Er schuf mit diesem Patent den Grundstein der bis heute verwendeten industriellen Drehzahlmesstechnik. 1892 erfolgte dann die Firmierung zur Elektrotechnischen Anstalt. Die Erfindungen von Dr. Theodor Horn sind bis heute auch der Grundstein der Firma. Getrieben von der Idee, das technisch Machbare zu erreichen, entwickelte er elektrische Geschwindigkeits- und Drehzahlmesstechniken, die vor allem im Maschinenbau sowie im Flugzeugbau und in der Seefahrt zum Einsatz kamen und auch noch bis heute zum Einsatz kommen. Die Garanten für den Erfolg dieses kleinen Unternehmens waren von Beginn an die besonders präzise Arbeitsweise der geschulten Mitarbeiter sowie die robuste Ausführung der Geräte. Die hervorragende Qualität machte die Hornschen Produkte, wie der Volksmund sprach, weltweit bekannt. Um 1900 wurden seine Produkte bereits weltweit in so gut wie alle Industrieländer exportiert. Während des Zweiten Weltkriegs produzierte die Firma vermehrt Messtechnik für die deutsche Luftwaffe, also vor allem Höhenmesstechnik und auch Geschwindigkeitsmesser. Leider wurde das Unternehmen 1945 fast vollständig zerstört, aber teilweise dann auch wieder aufgebaut nach dem Krieg, denn das Know-how dieser Firma blieb weiterhin existent. Allerdings folgte 1948 dann die Enteignung und schlussendlich dann auch die Umbenennung der Firma in VEB Messinstrumenten und Motorenwerk, was wiederum integriert wurde in die Vereinigten Volkseigenen Betriebe Radio- und Fernmeldetechnik. Die Firma produzierte auch weiterhin elektrische Messinstrumente für Schiffe, Autos und Flugzeuge sowie elektronische Kleinmotoren. 1952 entstand aus dem Werk der juristisch selbstständige VEB Messgerätewerk Leipzig. Produziert wurde vor allem Feuermeldetechnik. Zu erwähnen sind hier thermische Feuermelder, die typischen Druckknopfmelder, die jeder kennt, aber auch Feuermelder mit Fernsprechfunktion, öffentliche Fernmelder und Signalhörner, die man bei Feueralarm zum Einsatz bringt. In Westdeutschland entstand wiederum 1952 durch den Sohn von Theodor Horn, dem Doktor der Philosophie Erhard Horn, und dem industriellen Karl Barmann die neue Dr. E. Horn GmbH, die anfangs mit 40 Mitarbeitern bis heute in Stuttgart produziert. Mit der Zeit änderte sich aber auch hier das Portfolio der Firma und es kamen immer neue Produkte hinzu, wie zum Beispiel ab 1968 deutlich kompaktere Messsysteme, elektrische Messanlagen sowie neuartige elektronische prozessorbasierte Sensoren und Auswertungssysteme. Ab 1980 wird vor allem unter der Barmann GmbH international das ganze Portfolio vertrieben. Dennoch folgt die Produktion auch heute noch den Voraussetzungen des Firmengründers: präzise Fertigung, hoher Qualitätsstandard und sorgfältige Kontrolle. Also man würde sagen, made in Germany, ne? So sollte das ja eigentlich auch immer sein. Das Werk in Leipzig wiederum wurde nach der Wende nahezu komplett weggerissen. Nur ein Teil steht heute noch, das ist der, den wir euch hier in diesem Video zeigen. Dieser wurde zwischenzeitlich von einem
Laserverein als Veranstaltungsort genutzt, allerdings nur das Erdgeschoss, der Rest des Gebäudes verfiel, aber seitdem auch das raus ist, verfällt das Objekt nun komplett. Eine Eintragung im Denkmalschutzregister habe ich leider nicht gefunden und so war es auch sehr schwierig, hier überhaupt was herauszubekommen. Das Areal ist, naja, bis auf den Keller doch recht uninteressant. Man findet hier und da immer noch so das eine oder andere aus diesen typischen RFT-Zeiten. Ich blende da auch im Nachgang noch das eine oder andere Bild ein, was wir da Interessantes gefunden haben. Schlichtweg war hier viel zerstört, auch schon viel Graffiti. Und vielleicht findet sich ja auch in der Zukunft, denn dort in der Gegend wird viel gebaut, endlich ein Eigentümer oder ein Investor, der hier diese kleine, aber feine Fabrik dann umnutzt, vielleicht sogar für Lofts oder aber auch für Firmen, denn dafür, denke ich, ist das am besten geeignet. Ich blende euch jetzt im Anschluss noch ein paar Bilder ein und verabschiede mich jetzt hier von diesem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, hoffentlich, denn dann wartet Folge 41 auf euch. Also bleibt auf jeden Fall eingeschaltet und wir sehen uns in der Staffel 3. Also bis dahin, macht's gut und ciao.